Man steigt aus dem Wagen, der Kopf und der Magen sind noch nicht ganz frei von der Nacht. Und der alte Portier hebt den Kopf in die Höhe, denn die Steche zeigt 7:07. Ein paar liebe Kollegen kommen dir entgegen und man schimpft übers Fernsehprogramm. Und der Schreibtisch ist voll und die Stimmung auf dem Moll, denn der Tag in der Firma fängt an. Die Sekretärin heißt Babs, sie trägt schon wieder mal Straps und ist verliebt in den Juniorchef. Der Lehrling, der auf sich steht, ist noch in der Pubertät, doch er hätte gern mal mit ihr einen Treff. Der Lohnbuchhalter sieht schlecht aus für sein Alter, die Bilanz und die Galle sind schwer. Das Girl in der Zentrale schwärmt zum nächsten Mal auf dem FKK-Strand am Meer. Die Firma ist so wie eine kleine Welt, und wenn auch vieles dir nicht gefällt, so sieht nun mal das Leben aus. Die Firma, jeder kennt dir deinen Wert, und wenn das Ganze dir auch nicht gehört, die Firma ist ein zweites Zuhause. Auf dem Schreibtisch am Eck in dem Rahmen der Fleck ist ein Bild von den Lieben daheim. An der Wand kleben Witze, irgendjemand der Schnitzer aus der Zeitung aus und auch manchen Reim. Und mit Instamine kaut in der Kantine man das Essen, das nicht immer schmeckt. Doch wenn einer grad mal Geburtstag hat, dann spendiert er für alles Sekt. Die Firma ist so wie eine kleine Welt, wenn auch vieles dir nicht gefällt, so sieht nun mal das Leben aus. Die Firma, jeder kennt hier deinen Wert, und wenn das Ganze dir auch nicht gehört, die Firma ist ein zweites Zuhause. Die Firma ist so wie eine kleine Welt, und wenn auch vieles dir nicht gefällt, so sieht nun mal das Leben aus. Die Firma, jeder kennt hier deinen Wert, und wenn das Ganze dir auch nicht gehört, die Firma ist ein zweites Zuhause.